Teleport. Verdammt, wir haben ja keinen Teleporter mehr. Das ist natürlich ziemlich behindert. Gut, dann werden wir uns manuell zu ihm bewegen und ihm mal ordentlich die Hölle heiß machen, weil es so knapp, schon knapp wird. Boah, nein, das war richtig scheiße. Da wollte ich das auch gar nicht. So wollte ich das doch gar nicht. Verdammt, Alter, wenn er mich jetzt erwischt, wird's richtig scheiße. Schiebenkleister. Es nennt sich übertrieben Glück haben. Wenn das was jetzt hochgegangen wäre, wäre ich Geschichte gewesen. Ninja Seil. Gott. Ach, du bist so ein Idiot, mein Gott. Na super. Weißt du, ich hasse dieses Ninja Seil. Scheibenkleister, ey. Oh Mann, was lässt der denn einfach los? Ich das hasse. We received intelligence that the enemy were... Hatten wir schon. Ja, wie gesagt, ich habe ja am Anfang des Let's Plays ja schon gesagt, dass ich sowas noch fast nie gespielt habe. Okay, dann werden wir diesmal direkt probieren, das Wasserteil da weg zu runterzuschießen. Bazooka raus. Schön hochziehen. Oh. Na gut. Nicht ganz, wie ich es gedacht hatte, aber immerhin noch nicht nützlich. Alter Schwede. Ah, jetzt kommt dieser Kack Brutalo wieder ran, ey. Yes, sir. Okay. Hey, dude. Du kriegst es mir keinen. Oh, komm schon! Dieser Kack Millimeter immer, ne? Ja, und 30 Fallschaden. Alter, ehrlich. Jetzt ist da so für'n Arsch, ne? Ist halt so was regt mich auf, wenn der Billy Boxer halt mit der Shotgun über die komplette Map mir zwei Schüsse perfekt reindonnern. Ist da sowas geht mir einfach immer so unglaublich auf Nerven. Natürlich, mein Brutalo blockiert den Turm komplett den Weg jetzt, ne? Ah, oh, leck mich doch, du blöde Missgeburt. Wenn das war. Okay, ja. Let's go. So. Und hopp. Und hopp. Das Wasserbecken würde mir, glaube ich, jetzt nicht so viel mehr bringen. Aber ich weiß, was wir machen werden, genau. So, getroffen haben wir. Perfekt, würde ich mal sagen. Ja, dieser Direct Impact, ey, wie ich sowas nicht leiden kann, wenn die Bots so übermäßig
einen auf Aimbotter machen, ey. Boah, da trägt mich einfach auf. Ob da unten die olle Dame drin liegt? Naja, wir werden es jetzt nicht erfahren, weil ich jetzt nicht hingehen werde. Ich weiß ganz genau, dass das ganz, ganz, ganz übel enden wird für meinen Brutalo. Deswegen benutzen wir noch eine Wurmauswahl. Damit ich den auch direkt von diesem Kackfass wegbewegen kann. Sag mal, bist du zu dumm oder so? Alter, komm, das ist doch nur Buggy, ey. Mein Gott. Ja, wenn er den Abstand nicht hochkommt, ne? Der Typ da oben regt mich gerade ziemlich auf. Nur noch 14 Sekunden für meinen Zug. So, den hätten wir auch erledigt. Der Fallschaden kommt jetzt mit der Explosionsschaden, dürfte ihn weghauen, genau. Na? Na? Gut, nicht so doof. Okay. Jetzt entweder wir werfen jetzt eine Granate oder wir versuchen jetzt ganz geschickt hier. Also das Wasser macht ihm ja keinen Damage. Muss mal ganz fies sein. Einfach eine Mine runterschmeißen. Was machst du denn, du Kackwurm? Du sollst da nicht runterfallen. Warte, ja genau, kriegt mein Wurm auch noch Damage. Was er? Richtig mal nicht auf. Boah, das da unten wird auch gleich eine richtig schöne Angelegenheit, wenn ich Glück habe. Wenigstens dürfte beim Brutalo vor dem da keinen Direct Impact mehr abkriegen von den Typen da unten. Okay. Ich habe genau den richtigen Wurm erwischt. So, den hätten wir dann auch erledigt. Ist hier nämlich direkt eine Mine ab. Super! Genau, so soll das sein. Wie spät haben wir es denn? 12 Uhr, okay. Er schafft es doch einfach auf die Distanz einen Direct Impact zu machen, ist klar, ey. So, schauen wir mal. Was wir so machen können. Der Typ da hinten ist mir nämlich auch ein ziemlicher Dorn im Auge. Wir müssen mal, vielleicht kriegen wir es ja hin wie die Bots. Schön hochzielen. Ja, beinahe. Aber er war schon mal nicht schlecht, der Schuss. So, der wird keinen Treffer auf meinen Wurm machen können, weil wenn er es schafft, dann würde ich ja wirklich sagen, was geht denn hier? Aber das bezweifle ich, das sind wirklich viel zu viele Hindernisse im Weg. WTF! Aber manchmal finde ich die Wurm-KI, die Bot-KI doch einfach nur nervig.
Aber schaut euch das an, was die Teils abliefern. Der wirft eine Granate, weißt du genau, dass die Granate so und so abprallt und zu meinem Wurm rollt. Nicht, dass das jetzt irgendwie sage, dass das unfair ist. Obwohl es eigentlich ist, ist es ja wirklich ein bisschen unfair. Frisst die geballte Macht meiner Bazooka, du Penner. Nein! Scheibenkleister. Boah, lass bitte nicht der Teil jetzt. Wird trotz der Wurm natürlich mit Bazooka direkt runter und erwischt beide von mir. Verdammt! Sehr nice. Sehr nice. Ja. Den hätten wir. Oh ja, da unten der Typ wird richtig schön geschiebt, würde ich sagen. Und wag jetzt hier keinen Direct Bazooka Impact, bitte, sonst kriege ich wieder meinen Wutanfall. Natürlich. Ja. Drei, zwei, eins. Was muss ich denn jetzt mal machen hier? Ich habe jetzt nichts wirklich supermäßiges, was mir hilft, ne? Nee, schade. Ich mache jetzt irgendwie so einen richtig coolen Schuss da durch. Jetzt kriegen die alle wieder 5 Leben, was mich total aufregt. Na gut, das kann nichts werden. Genau, aber das ist gut schon mal. Jetzt habe ich eine schöne freie Schussbahn dadurch, um die alle mal abzuertränken. Das wird gut. Das wird richtig gut, wenn es wirklich, wenn es funktioniert, wie ich es möchte. Und ey, du bist doch so eine Missgeburt von Wurm, ey. Du sollst dich schon da hochhangeln, wo ich dir sage, dass du sollst. Sehr schön. Genau so. Perfekt, mein Freund. Jetzt habe ich nur 30 Sekunden Zeit, Scheibenkleister. Wir probieren es doch mal mit einer Clusterbombe. Ich hab gehofft, es erwischt vielleicht das Wasserbecken. Was? Der hat, keiner hat Damage gekriegt von denen. Das ist auch schon wieder Ding der Unmöglichkeit. Wenigstens kann ich dich da jetzt versenken, du Penner. Den lassen wir immer extra mal schön hinten. Eine Wurmauswahl bitte. Auf Heimerdinge. So, mein Freund, du kriegst jetzt die geballte Ladung meines Zorns ins Gesicht gejagt. Pam. Sehr schön. Der wird jetzt wahrscheinlich sowieso wieder Direct Bazooka Impact machen. Und du kriegst nächste Runde, sobald wenn Heimerdinger überlebt, kriegt der Typ nächste Runde echt Stress. Sehr schön. Und
verdammt, so hatte ich das nicht geplant. Ich wollte ihn nämlich ein...